Der Coronavirus prägt den Alltag auch in Asch. Die Bevölkerung reagiert solidarisch, hilfsbereit und kreativ. Bei Gott. Liebe Ascherinnen und Ascher, sind wir einig. Bravo, Bundesrat. Wir dürfen stolz sein auf unsere Landesregierung. In dieser schwierigen Zeit zeigt sie Führung, ist entschieden und gibt uns doch eine gewisse Sicherheit. Keine Ausgangssperre, hat der Bundesrat entschieden. Das bedeutet Vertrauen in die Eigenverantwortung von Ihnen und mir. Jetzt beweisen wir, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist. Wir bleiben daheim. Dazu eine Info und auch ein Wunsch von mir. Eine Info. Die Gemeindeverwaltung ist die Offensee von Montag bis Freitag zu den gewohnten Bürozeiten. Allerdings am Telefon rufen Sie zuerst an oder schreiben Sie eine E-Mail. Und genieren Sie sich nicht in allen Fragen, sich an uns zu wenden. Für das sind wir jetzt hier. Ein Wunsch an Sie, wenn Sie es nicht schon machen. Schauen Sie in Ihrer Nachbarschaft, im Quartier. Hat es ältere oder kranke Leute, die jetzt Hilfe brauchen für Einkaufen und anders? Vielleicht können Sie selber helfen oder vermitteln Sie sonst einen von diesen Diensten. Oder auch hier rufen Sie an auf die Gemeindeverwaltung. Und Sie, liebe ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie sich nicht selber können organisieren können, bitte rufen Sie auch auf die Gemeindeverwaltung an. Wir machen das für Sie, wir organisieren. Wenden Sie sich an unsere Ascher, Läden, ans Gewerbe. Fast alle haben sich schon organisiert mit Lieferdienst oder mit Abholservice. Was ich erlebe, jetzt hier, in der Gemeinde an Hilfsbereitschaft, an Rücksichtnahme, ist grossartig. Auch so schaffen wir das miteinander. Der Gemeinderat Asch grüßt Sie ganz herzlich. Es kommen immer wieder Mails rein, von Leuten, die uns anfragen, ob wir ihnen helfen könnten, sei das Einkaufen oder Kinderhüte und so weiter. Wir können nicht alles 100% wahrnehmen. Das heisst, wenn jemand sagt, ich brauche für die ganze Woche Kinderhüte, das ist nicht möglich. Die Kapazitäten haben wir nicht, aber wir versuchen, gut möglichst zu helfen und vorbeizugehen. Auch vielleicht einfach ein bisschen Hoffnung geben. Also die Idee habe nicht ich allein gehabt, die haben wir zusammen entwickelt mit der Madeleine und der ganzen Geschäftsstelle. Und wir wollen jetzt in der Zeit, wo die Spielerinnen ein bisschen mehr Zeit haben und eben noch jung und gesund sind, wirklich der Gesellschaft etwas helfen, weil die Fans haben uns jahrelang oder die ganze Smash-Familie haben uns jahrelang unterstützt, haben dafür gesorgt, dass wir emotionale Momente können haben, Erlebnisse haben in der Halle. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir etwas zurückgeben können und ihnen können helfen können. Einfach die Spielerinnen von Smash, die noch da geblieben sind, es haben nicht alle können heimgehen. Oder die Schweizerinnen, die sowieso hier leben. Und auch jetzt auch andere Leute helfen, mit, einfach vom Team, die im Staff integriert sind und so weiter. Das kann alles sein. Also wir haben jetzt gerade jemanden gehabt, der mir angerufen hat, wo wir müssen einkaufen müssen, weil sie nicht mehr aus dem Haus können, weil sie chronische Krankheiten haben und in die Risikogruppe halt reingehören. Es kann sein, dass wir jetzt heute Nachmittag noch mit ein paar Kindern gehen spazieren, weil einfach alles ein bisschen zu viel geworden ist und der Papi auch noch im Spital ist. Ja, wir wollen einfach ein bisschen Freude schenken in diesen doch sehr kuriosen, schwierigen Zeiten. Ausnahmezustand natürlich auch in der reformierten Kirchgemeinde Aesch-Pfäffingen. Eine Idee, die wir sehr schnell hatten, war eine Einkaufshilfe für Seniorinnen und Senioren zu entwickeln. Eben nicht unter dem Gesichtspunkt, dass Leute hilfsbedürftig sind und selbst nicht mehr einkaufen gehen können, sondern eben nicht sollen, weil sie als Risikopersonen sie davor geschützt werden sollen, sich anzustecken beim Einkaufen. Deshalb habe ich es in die Hand genommen, zu organisieren, eine Einkaufshilfe für Risikopersonen, eben Menschen ab 65 und andere Risikogruppen. Es ist natürlich so, dass gerade in dieser Situation viele Menschen, wenn sie eben nicht mehr persönlichen Kontakt mit anderen pflegen können, auch erhöhten Bedarf haben an Gesprächen. Und die ergeben sich bei der Organisation von den Einkäufen dann nebenbei. Das ist ein ganz wichtiger Nebeneffekt und das möchte ich nicht auseinandergerissen haben. Das Kleingewerbe und vor allem die Selbstständigen sind im Moment sehr gebeutelt. Das heisst, alle, die ihre Betriebe haben müssen zumachen oder auch umstellen im Betrieb, einen Teil geschlossen haben, haben natürlich null Einkommen.
Fixkosten bleiben und Unterstützung kriegen sie keine, weil das wissen die wenigsten, dass wir als Selbstständige AHV-Beitrag zahlen, aber als Firmeneigentümer oder auch Familienangehörige haben kein Anrecht auf Unterstützung. Und wir sind sehr viele kleinere Betriebe, die mit Familie zusammen die Betriebe aufrechterhalten. Für die Angestellten wird eh nach dem schon noch gesorgt, das ist nicht ganz ein Problem, aber die ganzen eigenen Einkommen sind weg. Und das ist das Problem. Und wir vom Gewerbe, wir probieren jetzt, wir haben mal sämtliche Informationen auf unsere Homepage geschaltet, die wir kriegen. Und die Wirtschaftskammer, das Land, die wissen eigentlich, was wir brauchen und die setzen sich im Moment wirklich extrem für uns ein. Da sind wir sehr dankbar. Wir haben jetzt gestern oben noch eine Arbeitsgruppe gebildet, wo wir dann können oder probieren, euch, also vor allem den Kleineren, eine Hilfestellung zu geben. Wir sind am Ideen ausschaffen und probieren, das möglichst schnell umzusetzen, dass wir etwas anbieten können. Viel mehr kann ich im Moment noch nicht sagen dazu, aber alle Informationen findet ihr bei uns online auf unserer Webseite. Wir hoffen alle, dass wir positiv können in Zukunft schauen können, dass wir es möglichst viel überstehen und dass wir dann, wenn alles wieder gut überstanden ist, dass wir dann wieder zusammen festen und feiern können. In Asch, bei Gott.